Grüße euch zu den heutigen Tageskarten vom 16. Oktober 2017. Wir haben die 42. Kalenderwoche. Laut die Mondkalender haben wir abnehmender Mond im Zeichen Jungfrau, Element Erde. Es ist ein Kältetag. Zwischenmenschlich möchte uns der Mondkalender mitgeben, welche Unordnung darf sein, weil diese ihre Kreativität steigert. Und welche Ordnung muss sein, weil sonst ihre Kreativität behindert wird. Finde ich sehr interessant. Also ich habe jetzt auch schon gehört im Zug, dass die Leute sich überhaupt nicht für Mondkalender interessieren. Da ich mich hier aber so astrologisch nicht auskenne mich der Mondkalender interessiert und viele mitunter auch wissen wollen, abnehmender Mond und welchem Element ist es hier, bringe ich das einfach so mit rein, auch zum Vergleich, ja. Okay, ich erkläre mitunter auch gewisse Tageskarten dann ausführlich und dann kann es natürlich auch ein bisschen länger werden. Wer hier lieber kurze Interpretationen haben möchte, muss sich dann andere Tageskarten-Videos anschauen mit anderen Karten. Ist auch vollkommen okay. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder unsere Affirmationen von unseren Krafttierkarten. Das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue, dann von Pia Schneider, Engel-Orakel, konzentriere ich mich allerdings auf den Erfolg, ja, so Glück, Erfolg. Und die Frag dich Glücklichkarten, Amors Botschaft, die allgemeinen Tendenzen, übersetzt von Iris Treppner, die Sibylle der Salons, beruflich und drei Liebeskarten. Okay, und informativ hat uns der Mondkalender uns noch was mitzugeben. Himmlische Namen haben in allerhand musikalische Werke Eingang gefunden. Beispiele dafür sind die Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart, die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven oder die Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Ein anderer Komponist, der Engländer Gustav Theodor Holst, hat in seinem Orchesterwerk Planeten gleich alle bekannten Planeten eingearbeitet für die Entstehung dieser Orchester-Suite in den Jahren 1914 bis 1916 hat sich Holst von einem Freund in die Grundzüge der Astrologie einführen lassen. Also ich finde es sehr interessant, was so der Mondkalender mitunter sagt. Ich lasse natürlich zwei Themen vom Mondkalender weg. Und wer es jetzt hier nicht hören möchte, spult dann einfach vor. Ja, genauso wie bei den Karten, wenn er sich jetzt nicht für die erste Karte entschieden hat, sondern für die dritte. Ich nehme es ja aber auch so ein bisschen kreuz und quer. Dann müsst ihr einfach mal schauen, wie er da zu den Deutungen dann vor- und zurückspult. Also YouTube zählt wohl hier jede Sekunde und das, was ich mir anschaue, zählt dann leider nicht. Okay. Mein Affirmationsvideos habe ich seit einiger Zeit ohne Werbung, weil es auch für mich wesentlich angenehmer ist, dann mal die Playliste durchzuhören, aber irgendwann
kommt man nicht mehr so weit nach hinten, um dann alle Einzelnen dann umzuschalten. Und wenn dann Werbung kommt, wenn ihr überhaupt bis dorthin kommt, könnt ihr es ja dann ausschalten oder wegdrücken. Mal schauen, wie weit ich so weit komme. Und wir kommen zu den Affirmationen unserer Krafttierkarten. Ich erfülle aus meiner eigenen Kraft und Mitte heraus meine Aufgaben. Ich öffne mich für den geistigen Erfahrungsschatz meiner Seele. Ich schöpfe über mein höheres Selbst daraus mein Wissen um das, was für mich jetzt zu tun ansteht. Ja, ein bisschen schwieriger Satz, finde ich. Könnte man einfacher ausdrücken, aber ich nehme es jetzt so, wie es Angela Kemper auch geschrieben hat. Und dass wir hier auch beim Wortlaut bleiben, weil eigene Wortfindung jetzt hier spontan ist einfach durch meine 3 Schlaganfälle viel zu schwierig. Aber es hat mir in den letzten 3,5 Jahren sehr geholfen, hier auch laut vorzulesen. Doch, also wirklich wunderbar. Versprecher kommen ab und zu noch vor, aber nicht mehr in dem Maße. Und fällt, glaube ich, gar nicht mehr so auf, dass ich das nicht mehr aussprechen kann. Okay, es gibt halt 2 unterschiedliche Formen, um das zu formen. Ich muss es halt hinten am Gaumen in der Kehle formen. Schade, aber lässt sich nicht mehr ändern. Diese Lähmung werde ich wohl nicht mehr los nach 17 Jahren. Okay, die Erzengelkarte von Doreen Virtue. Hier haben wir die Mondzyklen. Wir haben jetzt diese Woche auch den Neumond am 19. Achte darauf, wie der Mond deine Energie und Manifestation beeinflusst und mach das Beste aus diesen Zyklen. Ja, habe ich auch schon in meinem Wochenorakel erwähnt, ja. Auch wenn hier die Beratungsgespräche reinkommen. Also nicht mehr, ich bin sowieso Krebs und sehr mondfühlig. Wenn ich da jetzt den Monatszyklus bekomme, jetzt im Bezug auf die Frau, dann weiß ich definitiv, beim abnehmenden Mond sind die Schmerzen gravierender. Wie wenn es jetzt beim zunehmenden Mond ist, ich bin dann immer außer Gefecht gesetzt, egal in welchem Mondzyklus, leider. Beim abnehmenden Mond, der macht dann manchmal so traurig und vor allen Dingen am Neumond merke ich dann, was ist denn überhaupt mit mir los? Warum ist das? Warum mache ich mir so viel Gedanken? Warum bin ich eigentlich traurig? Und das hängt meistens sehr stark mit dem Neumond zusammen und der ist jetzt hier am Donnerstag, dass er einfach es erkennt und einfach auch drüber steht. Okay. Die zusätzliche Botschaft dieser Mondzyklen. Die Zeit des Vollmondes ist der perfekte Zeitpunkt, alles loszulassen, was du nicht mehr brauchst. Während der Neumond wunderbar dazu geeignet ist, sich auf die Manifestation deiner Wünsche und Intentionen zu fokussieren. Der Abend vor dem Vollmond ist der optimale Augenblick für Heilung und für das Wiederaufladen deiner heilenden Werkzeuge, zum Beispiel Kristalle und essentielle Öle. Gönne dir ausreichend Zeit, den Mond anzuschauen und achte darauf, wie du dich in Beziehung mit seinen Zyklen fühlst.
während du die Verbindung des Mondes mit deiner Lebenskraft und deinen Stimmungen entdeckst, wirst du verstärkt in Berührung kommen mit seiner göttlichen Magie. Zusammenarbeit mit Erzengel Haniel. Haniels Aura ist von einer bläulich-weißen Farbe, vergleichbar dem sanften Schein des Vollmondes. Der mit Haniel assoziierte Kristall ist der Mondstein und eine magische, die Lebenskräfte nährende Energie zugleich geschrieben wird. Tragen Sie einen Mondstein am Körper und halten Sie ihn in der Hand, wann immer Sie sich Haniel nahe fühlen wollen. Sie wird sich mit der Energie einer fürsorglichen Mutter um Sie kümmern und mit ihrer Liebe für die Wunder für sie Wunder bewirken. Ja, also ich habe auch hier verstärkt an meine Mutter gedacht die letzten Wochen und musste feststellen, ja, die Nummer, die ich von ihr habe, ist leider nicht mehr aktuell. Schade. Mama, falls du es siehst, bitte rufe mich an. Ich würde gern mit dir aufs Howard Carpendale Konzert gehen. Und umgezogen bin ich auch. Ja, wenn ich Glück hab, ne? Meldet sie sich. Dann muss ich allerdings beeilen, ne? Ist nicht mehr lange hin. Bis zu dem Konzert. Und wer weiß, wann ich die Möglichkeit habe, ihn wiederzusehen. Okay, wir kommen zu unseren Lennemond-Karten. Die Tagestendenz für den Montag ist hier die Sense. Sinnspruch, der schnelle Schnitt verursacht kaum Schmerz. Stichworte Trennung und Gefahr, die Tagestendenz, Stress, Hektik, Unruhe und Schlaflosigkeit plagen Sie. Versuchen Sie trotzdem, diesen Tag entspannt anzugehen und reagieren Sie nicht über. Bleiben Sie fair und gerecht. Ja, also, was verursacht der Mond auch unheimlich gerne? Ja, deswegen einfach das bewusst irgendwo wahrnehmen, weil die anderen reagieren auch drauf, ja. Und hey, so, komm mal runter und ist alles okay. Die beruflichen Tendenzen für den heutigen Tag. Wir haben die Sterne. Sinnspruch, Visionen werden durch Inspiration geboren. Stichwort Spiritualität, der Beruf. Sie hatten schon immer gewisse Vorahnungen und können beispielsweise negative Energien deutlicher wahrnehmen als ihre Mitmenschen. Der Himmel meint es heute gut mit ihnen und ebnet ihnen eine berufliche Laufbahn im spirituellen Bereich. Ergreifen Sie die Gelegenheit. Wow. Okay. Kommen wir zum Thema Liebe. Wir haben hier einmal die Wolken. Sinnspruch, erscheint uns etwas schleierhaft, so ist Misstrauen angebracht. Stichwort Unklarheiten. Thema Liebe, begegnen Sie ausgerechnet heute einem potenziellen neuen Partner und sehen in ihm die große Liebe, dann haben Sie garantiert die rosa Brille auf. Heute ist kein guter Tag, um eine neue Beziehung zu beginnen. Sind Sie bereits liiert, dann können Sie darauf vertrauen, dass sich Unklarheiten verziehen werden. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur das Wetter, ja, durch den Herbst, dass hier alles im Nebel liegt und fahrt bitte vorsichtig, auch in Kombination mit den Sternen, dann
Gehe ich davon aus, dass es Frost sein könnte. Ja, ist ja aber auch so diese Jahreszeit und vergesst nicht, das Licht anzumachen, dass man euch sieht. Oh, da kommt der mütterliche Aspekt durch vom Krebs, ne? Okay, Kopf hoch, ne? Und hier haben wir die Vögel. Sinnspruch, wer wartet, wird belohnt mit überraschend guten Nachrichten. Stichworte Kommunikation und Nervosität. Liebe, endlich ist es soweit. Er oder sie meldet sich, sie sind aufgeregt, haben feuchte Hände. Ihr Herz rast und sie können kaum sprechen. Wenn der Herzensmann oder die Herzensfrau plötzlich am Telefon ist, allerdings sind Diplomatie und Klugheit angesagt, um der Partnerschaft eine Chance zu geben. Okay, und die letzte Karte. Hier haben wir die Sonne. Sinnspruch, sie schenkt Wärme und Geborgenheit, unsere Mutter und Lebensbegleiterin. Stichworte Energie und Erfolg, Liebe. Es wird heiß, auch wenn jetzt gerade Herbst oder Winter sein sollte. Romantische Abende mit Sonnenuntergang oder bei Kerzenschein am Kamin oder Kachelofen können Sie und Ihr Partner ohne Reue genießen. Ja, schön. Wir gucken einfach mal die Kombination mitunter auch an. Ja. Und die Wolken in Kombination mit Eulen bzw. Vögeln, Anruf, über den man sich ärgert. Naja. Und mit der Sonne den Optimismus nicht verlieren. Ah, das ist beim abnehmenden Mond gar nicht so einfach, ne? Und die Eulen mit den Wolken, Anruf, über den man sich ärgert, Anruf klärt Dinge auf. Also wenn der Anruf Dinge aufklärt, ist es dann doch schon wesentlich angenehmer, ne? Wie wenn man sich hier ärgert. Die Sonne, heitere Gespräche, glückliche, erfolgreiche Gespräche, Anruf. Okay, und mit der Sonne, Sonne und Wolken, die schlechten Zeiten gehen zu Ende. Perfekt. Eulen, heitere, glückliche, erfolgreiche Gespräche, Telefonate. Na, dann freut man sich doch. Okay, die Amos-Botschaft für den heutigen Tag. Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ne, so eine... Wie ich schon am Anfang sagte, ne, dass man mal darauf achten soll, ja, beim abnehmenden Mond und beim zunehmenden Mond, wie man sich da eigentlich auch fühlt und wie stark er uns eigentlich auch beeinflusst. Denkt man gar nicht, aber es ist so. Ich komme zu dem Buch. Also ich habe jetzt festgestellt, also zumindest von Pia Schneider. Hier haben wir die Kräftigung. Also zumindest die 23 ist mit diesem und mit diesem Buch identisch. Glück, sie waren schon erlöst, als sie als Baby auf die Welt kamen.
Warum also wie ein Hamster im Rad laufen? Setzen Sie sich bewusste Ziele und erfahren Sie neues Glück. Erfolg? Mit der Kraft dieses Engels gelingt es Ihnen, bislang versteckte Dinge aufzudecken. Einen Teil davon können Sie sehr gut nutzen. Super. Und die Frag dich Glücklichkarte, warum liebe ich meinen Körper? Du bist einzigartig und vollkommen. Genau so hast